Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hobo Tough Life. Leute, wir haben ja mittlerweile eine schon ganz nette Base aufgebaut. Die benötigen wir auch, denn der Winter wird sehr, sehr hart. Die Base muss allerdings weiter ausgebaut werden. Ich habe mir ein paar Sachen aufgeschrieben. Hier vorne um die Ecke ist auch noch der große Container. Da werden wir gleich einmal reinspringen. Dann holen wir uns einen neuen Job, weil wir brauchen auch unbedingt Kohle, Leute. Ich würde mal sagen, wir tigern direkt los, bevor jetzt bald wieder hier Nacht wird. Haben wir irgendwelche Bedürfnisse? Oh! Moral? Oh ja, stimmt. Wir mussten ja hier mit Meissner reden. Da war eine Aufgabe, die wir hatten. Weil dann gibt er uns, glaube ich, irgendwas. Irgendein Rezept, glaube ich. So, hier vorne. Ja, genau. Hier müsste das irgendwo sein. Genau, hier ist wieder einer von den Dingen. Da können nämlich auch Möbel drin sein. Ey, ich hoffe so sehr. Weil das brauchen wir echt für unsere Basis. Wir ziehen die Sachen aus. Weil dann können wir hier alles super öffnen. Ein Dietrich. Oh ja, komm schon. Spektakulärer Fund. Ein Fass. Jawohl, Unterkunftsausstattung. Sehr, sehr geil. Neuer spektakulärer Fund. Misserfolg. Ja, komm, 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 komm. Jawohl, noch was. Als ob zwei... Das müssten zwei Möbelstücke sein. So, wir gehen hier ganz schnell durch, weil wir dürfen auch jetzt nicht zu viel Zeit verlieren. Jawohl, die Tüte ist auch super. Nochmal was Mittleres. Alter Schwede, das klappt ja übertriebenst gut. Merkwürdiger Stoff, okay. Obwohl, immerhin drei davon. Oh, nochmal zwei mittlere. Billige Jacke. Ja, ich nehme die billige Jacke. Die hat plus Tragekapazität. Ja, hier haben wir noch einen mittleren. Nochmal Bücher. Als ob. Das hat sich mega gelohnt. So, unsere Moral ist gebrochen, deswegen laufen wir jetzt einmal nach unten. Weil wir müssen einerseits können wir unsere Basis jetzt weiter ausbauen. Aber ich glaube, irgendwas war da dann... Bringt er uns, glaube ich, eine selbstgerollte bei. Aber ich habe auch einen Tipp bekommen. Und zwar soll man immer Kippen dabei haben, damit man die Verbrecher los wird. Guten Tag, hallo. So, wie stellt man seine eigenen Kippen her? Ja, du warst ja hier wie mit dem Muttermacher. Danke, danke sehr, Meissner. So, Meissner, ich habe jetzt hier eine sehr interessante Lektüre. Das ist ja perfekt, weil wir das letzte Mal wollten wir die nicht weggeben. Ja, wir haben hier was zum Gucken, ne? Ja, hier für 80 Kronen. Als ob. Bam, haben wir direkt nochmal 80 kassiert. Danke, Kollege. Ja, gut, ansonsten. Oh, Unterkunft, Ausstattung klein. Unterkunft, Ausstattung 200. Ey, ich kaufe das hier für 70, weil der Benzin, ich kaufe den einmal. Sollten wir dann nicht die 5 schon fertig haben? So, wir müssen gleich uns auch einmal verbinden, weil wir haben nicht mehr so viel Gesundheit. So, Unterkunftkonfigurator. Liste der Objekte, Alter. Okay, Ablageschrank. Der kommt einfach mal hier hin. Zack. Dann so ein kleiner Kanister nochmal hier hin. Dann Fass. Dahin. Und nochmal die Bücher. Packe ich hier um die Ecke. Meilenstein erreicht. Ausstattung platzieren. 5 klein. Ah, Mist. Was fehlt denn jetzt noch? Eine Ausstattung platzieren Level 1. Dann sollten wir die benötigten Punkte haben. Geiles Ding. Haben wir hier gerade Probleme? Oh ja. Wir müssen unbedingt was essen. Essensreste hochwertig. Ja, das haben wir uns jetzt mal kurz reingeschreddert. Aber wir haben jetzt... Oh, wir haben gar nicht so viel zu essen. Wir müssen jetzt... Also, vor allem haben wir haben kaum Kohle. Aber egal, wir holen uns ja sowieso einen neuen Job. Und dann sollten wir hier auch hoffentlich nochmal was bekommen. Guten Tag, hallo. Ja, einmal. Geiles Ding. Ich werde mir hier direkt was zu essen holen. Und zwar direkt ein Brot. Ja, das war wichtig. Plastiktüte können wir einmal anlegen. Und ich hätte... Hier, genau. Dann gehen wir hier mal ein bisschen durch. Denn da vorne müsste das Arbeitsamt sein. Ich habe immer noch nicht herausgefunden, wie ich in die Kanalisation komme. Aber man hat wohl manchmal Glück und dann kriegt man trotzdem nochmal so einen Straßenfegerjob oder so. So, guten Tag, hallo. Weitere Aushilfsjob verfügbar? Es gibt eine offene Stelle als Telefonist? Ja, ich bin dabei. Sie können ihren Lohn nach der Arbeit, aber ja, auf jeden Fall. Das mit Pizzalieferant würde ich auch gerne machen. Ah, stimmt, das wollte ich eigentlich auch machen. Hier kann man wohl seine Moral bei Jesus Christus irgendwie erhöhen. Hallo, hallo Pater. Gelobt sei Jesus Christus. Ich sage ja immer, jedem, was er möchte. Also was den Glauben angeht. Ich bin jetzt selber nicht gläubig. Aber wie gesagt, jeder kann an das glauben, was er möchte. Selbst Menschen wie du können Gutes tun. Was soll das denn heißen? Also ich bin doch nicht weniger wert, nur weil ich obdachlos bin. So, brauchen Sie etwas Hilfe? Gibt es hier eine gegen eine Wohlfahrtseinrichtung? Ah, genau, da wollten wir auch mal hin. So, wir müssen jetzt für ihn ein paar Leute so ein bisschen von Jesus Christus erzählen. Hallo. Na, schade. Hallo. Nee. Hallo. Okay, hier ist das Callcenter. Hallo, können Sie schon Jesus Christus? Hallo, hier. Herr Pfarrer. Oh. Oh Gott, oh Gott. Ey, Leute überredet, 1 von 5. So, wo ist das? Hier muss das Callcenter irgendwo sein. Callcenter?
Ja, hallo. Ich komme vom Arbeitsamt. Man hat mir gesagt, sie brauchen einen Telefonisten. Ja, die Leute kommen und gehen. Dieser Job ist nicht für jeden. Aber ich bin gut. Gut, hier ist Ihr Skript. Folgen Sie den Aufzählungspunkten und versuchen Sie, den Kunden die Angebote zu erklären. Es spielt keine Rolle, ob Sie anbeißen oder nicht. Hauptsache, Ihr Interesse ist geweckt. Verstanden, Sir. Ah, ich habe Angebote. Hallo, wer ist da am Apparat? Ja, hallo. Hier ist Paletto. Ich habe Angebote für Sie. Oh. Ah, Misserfolg. Aber warte mal. Vielleicht, wir müssen nur darauf warten, dass wir da was bekommen. Oh, so knapp. Also im Callcenter zu arbeiten, wäre jetzt ja nichts für mich. Hm. Scheiße. Oh, bitte, ich will doch nur einen. Ja. Yeah. Let's go. Großartig, bis dann. Ich bin fertig, Chef. Ja, danke schön. Ja, aber das habe ich ganz gut gemacht, oder nicht? Oh, hier nochmal ein bisschen gucken. Schade. Hallo. Nichts. Hallo. Ja, guten Tag. Wussten Sie mit dem Pfarrer? Oh, nö, bitte seien Sie nicht böse. Ich würde trotzdem gerne mit Ihnen reden. Oh, neue Stufe battlen. Hallo, guten Tag. Wussten Sie das mit dem Pfarrer? Das ist ein guter Typ. Oh ja, wunderbar. 2 von 5 Leuten überredet. Und jetzt nochmal. Oh, 24, geiles Ding. Oh, das läuft. So, ich bin fertig. Hallo, Lohn abholen. Let's go, 150, vielen Dank. Ich hätte gern einen besseren Job. Pizzalieferant, haben Sie ein Gesundheitszeugnis? Nee, habe ich nicht. Darum müssen Sie sich zunächst kümmern. Ohne Gesundheitszeugnis wird Sie niemand auch in die Nähe von Lebensmitteln lassen. Ja, aber das ist ja super. Vielen Dank für die Information. So, wir müssen erstmal was kaufen. Hier vorne werden wir einmal wegen den Räubern was holen. Hier für 100. Guten Tag. Hallo. Hier einmal. Zack. Wunderbar. Dann haben wir immer noch 93 Verkäufer. Ja, wir sollten noch mal Brot kaufen wegen Sättigung, damit wir dann auch möglichst, ja, wir kaufen die mal komplett. Zack, damit wir möglichst da abgesichert sind. Wir müssen auch bald eine Runde schlafen. Was ist denn hier? Gesundheitszeugnis. Bessere Jobangebote beim Arbeitsamt bleiben dir so lange verwehrt, bis du nachweisen kannst, dass du ein gültiges Gesundheitszeugnis für den Umgang, ja. In der jetzigen Situation gibt es keine Möglichkeit, ein Gesundheitszeugnis auf legalem Wege zu erhalten. Du wirst es stehlen oder fälschen müssen. Vielleicht kann dir Anatoli helfen. Ja, ich rede mal mit Shrug hier unten, damit wir unsere Hauptmission mal weitermachen. Weil wir müssen ja irgendwie noch irgendwas rausfinden. Oh, uns wird so langsam kalt. Okay, wir müssen laufen, wir müssen laufen. Schnell, 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 schnell. Hier vorne kommen wir direkt wieder runter. Dann schlafen wir auch eine Runde. Hier schnell runter. Boah, ich liebe unsere Basis mittlerweile, ne? Ah, wir können nicht mal mehr sprinten. Komm, beeil dich, beeil dich, beeil dich. Zack. Schön was reinwerfen. Nutzloser Müll. Okay, perfekt. Schön nur hier ranstellen. Ich könnte mal gucken, ob wir gleich irgendwas craften können, ne? Aber vermutlich nicht. Wären wir ein Technikfreak, ich weiß leider nicht, wie wir das bekommen, dann könnten wir schon echt ein paar Sachen bauen. So, ich werde jetzt mal schlafen. Ah, wir haben nicht diese Pappe. Können wir die Pappe craften? Das müsste doch eigentlich gehen, oder nicht? Schlafunterlage aus Pappe. Ja, die werde ich mal craften. Stimmt, irgendjemand wollte eine haben, aber ich brauche die jetzt erstmal selber. Zack, schlafen wir erstmal ein bisschen. Oh, ich glaube auch, das Feuer ist ausgegangen. Deswegen frieren wir jetzt auch ziemlich. Das ist ein bisschen blöd, weil wir einmal Pappe verbrauchen. Aber wir sind gleich, wir sollten relativ gut ausgeruht sein. 70 reicht dann auch. 70, 80. Wir zünden dann einfach direkt Feuer an. So, ja, weil das hier wieder ausgegangen ist, wärmen wir uns direkt auf. Ich werde jetzt auch einmal das Kit hier nehmen, den Verbandskasten. Dann sind wir nämlich wieder bei 84. Ach, die Schlafunterlage war für Fulgrim. Da könnten wir eigentlich gleich mal vorbeischauen. Allerdings ist es jetzt nachts schon wieder 5 Grad. Zu ihm zu laufen ist, glaube ich, ein bisschen sehr kalt. Ich guck mal kurz. Ah, die Sachen wurden hier nicht wieder aufgeladen, aufgefrischt. Ah, ich glaube, ich werde einmal zu Fulgrim laufen. Ich hoffe, dass er uns dann irgendwie ein paar coole Sachen gibt. Ah, stimmt, wir wollten ja auch Dumpster diven hier unten im Business District. Ich müsste auch unbedingt meine Klamotten einmal waschen. Na, ich glaube, es ist erstmal wichtiger, dass wir hier unten die Sachen, dass wir da einmal durchgehen, wegen den ganzen Klamotten. Weil wenn wir da nochmal Ausrüstung, Möbel und so weiter bekommen, das wäre schon extremst geil. So, das müsste ja irgendwo, hier irgendwo müsste das sein. Boah, uns wird echt schnell kalt. Ist hier der eine Typ noch? Ja, Mist. Aber da müsste ich trotzdem rankommen. Ich brauche allerdings vorher erstmal. Ist hier nicht irgendwo eine Müll... Oh, hier vorne. Guten Tag, habt ihr eine Mülltonne? Leute, mir wird ein bisschen kalt hier. Nein! Speicherkarte voll. Sag mal, was ist das denn? Nicht, warum denn ausgerechnet jetzt? Okay, Leute, wir müssen kurz mal ohne... Ah, jetzt bin ich aber... Du frierst. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Okay, wir brauchen kurz mal was. Ja, wir nehmen den Muntermacher. Zack. Und dann gehen wir da jetzt mal ganz kurz ran. Oh, er ist weg. Perfekt. So, Sachen ganz schnell einmal ausziehen. Und dann komplett da durch. Wir müssen uns ein bisschen beeilen. So, alles nehmen. Und dann die Sachen
schnell aufdecken. Jawohl, eine Sportjacke. Ich glaube, die kann man auch irgendwann ganz gut verkaufen. Eine Tastatur ist nicht so geil. Jawohl, ein Fernseher. Das ist eine ganz normale Ausstattung. Ich muss doch, glaube ich, nochmal einen Muntermacher. Ja, ja. Ich baue nochmal ein. Zack. Muss auch nochmal was essen. Es muss jetzt ganz schnell nach Hause gehen. Nein, da ist jemand, der einen überfallen will. Er hat mich nicht gesehen. Let's go. Dann gehen wir beim nächsten Mal zu dieser Wohlfahrtsorganisation, weil da können wir unsere Klamotten waschen. So, hier schnell runter. Dann ran ans Feuer. Zack, zack, zack. Einmal verbrennen. Aber egal, es hat sich mega gelohnt. Weil wir können auch jetzt Liste der Objekte, den Fernseher. Der kommt hier hin. Und jawohl. Damit haben wir hier, wir können einen Effekt. Hier können wir einmal reinskillen. Ausstattung. Erhöht Resistenzen. Selbstkontrolle. Talentiert. Beim Schlafen in deiner Unterkunft regeneriert sich deine Gesundheit. Boah, das ist halt echt geil. Weil während ich schlafe, kriege ich halt einfach Gesundheit. Das bedeutet, ich spare super viel Kohle. Da muss ich mir echt nochmal ein paar Gedanken drum machen. Okay, Leute, auch wenn ihr mich nicht mehr seht, das war's mit der heutigen Folge. Hier ist jetzt noch der Team-Paluten-Kanal sowie weitere Videos. Schaut auch gerne in die Videobeschreibung für den Paluten-Shop. Da ist Mini-Paluten, die Paluten-Bücher. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Haut rein. Ciao, ciao.